Es ist Freitag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Heute mit einer Sonderausgabe. Am vergangenen Mittwoch haben wir uns im Sprachraum unseres Telegram-Kanals im Brennpunkt mit der digitalpolitischen Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und Beisitzerin im AfD-Bundesvorstand mit Joanna Kotta getroffen. Eine Dreiviertelstunde lang hat sie über ihren Weg in die Politik und ihre politischen Ziele gesprochen, sich aber auch der offenen Diskussion mit den Hörern unseres Telegram-Kanals gestellt. Das Gespräch hören Sie heute noch einmal. Am Mikrofon ist Detlef Frier. 7 Tage Deutschland, das Gespräch. Zum Beginn der Diskussion habe ich Joanna Kotta gebeten, uns ein wenig Einblicke ins Private, ihren politischen Werdegang, aber auch ihre politischen Ziele zu geben. Ja, sehr gerne. Ja, Joanna Kotta, ich bin 48 Jahre alt. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Ich lebe in Hessen und dort im Kreis Gießen und bin seit 2013 tatsächlich Mitglied in der AfD. Ich habe die AfD in Hessen mit aufgebaut und seitdem bestimmt diese Partei mein Leben. Seitdem hängt mein Herzblut an dieser Partei. Ich war im Landesvorstand in Hessen, ich war im Kreisvorstand in Gießen, ich war 5 Jahre lang im Kreistag in Gießen, weil ich der Meinung bin, dass Kommunalpolitik unser Fundament ist, auf das alles aufbaut. Und ich bin jetzt seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin hier digitalpolitische Sprecherin, Obfrau im Ausschuss Digitale Agenda. Ich war Obfrau in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und ich bin stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss, ein sehr spannender Ausschuss. Und ich bin seit letztem Jahr auch Mitglied im Bundesvorstandsbeisitzer. Und das, was mich so bewegt, ist tatsächlich der Kampf um die Freiheit, der Kampf um die Meinungsfreiheit in Deutschland. Das mache ich jetzt hier seit 4 Jahren im Bundestag knapp. Und wir sehen es gerade in der Corona-Krise, dass der Meinungskorridor halt immer enger wird, dass das, was noch gesagt werden darf, immer mehr Grenzen erfährt. Und so ein Schlüsselerlebnis, das ich auch gerade in letzter Zeit wieder hatte, waren diese Videos dieser 52 Schauspieler, die sich ironisch zur Corona-Politik der Bundesregierung geäußert haben und klar gemacht haben, dass sie damit nicht einverstanden sind, dass die Morddrohungen bekommen haben, dass da Berufsverbote gefordert worden sind und all das Mögliche. Das müsste jeden Demokraten in diesem Land aufschrecken. Da müssten alle Alarmglocken läuten. Und das ist das wirklich, was mich umtreibt, wofür ich kämpfe, dass wir wieder freie Debattenräume haben, dass Grundrechte keine Privilegien sind, die nach Gutdünken verteilt werden, sondern Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Ich möchte einen Staat haben, der sich zum großen Teil aus dem Leben der Leute heraushält, der ihnen mehr Geld im Portemonnaie lässt, weil ich der Meinung bin, jeder Einzelne kann mit dem Geld besser umgehen als der Staat. Das sind so meine Motive, die mich antreiben, hier Politik zu machen. Und wie ich zur AfD gekommen bin, vielleicht noch ganz kurz. Ich war als Studentin mal in der CDU, dann hat mich meine Partei verlassen, nicht ich sie. Meine Standpunkte sind immer noch die gleichen geblieben. Und dann war ich so ein bisschen politisch heimatlos. Und 2011 habe ich dann aus lauter Verzweiflung an irgendwelchen Demonstrationen teilgenommen als Einzeldemonstrantin am Rand und habe dann Flyer verteilt gegen eine Politik, die uns nicht zuhört. Gegen eine EU, die Politik macht, die uns gar nicht mehr mit einbezieht. Und der zentrale Satz auf diesem Flyer in Rot, und ich habe den noch zu Hause, war: Nichts ist alternativlos. 2011. Und dann kam 2013 Professor Lucke mit der Alternative für Deutschland und ich habe in der Zeitung darüber gelesen und bin in der nächsten Minute eingetreten. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug, dass wir Sie ein bisschen besser kennenlernen konnten. Ich habe auch was gleich dazu gelernt, dass ich habe Sie bisher tatsächlich immer, und Sie haben mir dafür noch nie auf die Finger gehauen, immer falsch betont. Ich habe immer Joanna Kotta gesagt, aber tatsächlich die Betonung liegt auf dem O, wenn ich Ihren Namen ausspreche. Ich bin da sehr, sehr locker. Sie gehen sehr offen damit um. Ja, okay. Ja, es ist ja auch nicht richtig mein Name, es ist dann mein Name meines Mannes, den ich da angenommen habe. Und das ist ganz unterschiedlich, wie der ausgesprochen wird in Deutschland. Okay, mein Mann ist Schweizer, deswegen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall dazu gelernt, es ist Kotta. Und bei den Schweizern ist es ja tatsächlich so, dass die erste Silbe sehr häufig diejenige ist, die betont wird im Gegensatz zu Deutschland. Wir haben den Beton und die Schweizer haben den Beton. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, Frau Kotta. Sie haben es eben schon selber gesagt, Ihr Spezialgebiet ist das Netz, die Digitalisierung, die Meinungsfreiheit. Wir erleben Sie jetzt auch gerade auf einem ganz neuen Kanal, den wir von der AfD bespielen. Wir erleben Sie jetzt aktuell auch auf TikTok. Da so äußern Sie sich zum Thema Zensur. Das ist ja schon ganz schön harter Tobak, wenn Sie sagen, es gibt tatsächlich in Deutschland Zensur. Die Menschen und ihre Meinung werden zensiert. Ist das jetzt nur ein Schlagwort oder meinen Sie das tatsächlich so, wie das Wort es auch ausdrückt, werden die Menschen in diesem Land zensiert?
Ja, werden sie. Und zwar zum einen tatsächlich von staatlicher Seite, was eigentlich verboten ist in Deutschland nach unserem Grundgesetz. Sie müssen sich den neuen Medienstaatsvertrag anschauen. Da sind die Landesmedienanstalten jetzt im Prinzip zu Wächtern ernannt worden über das Internet, über Webseiten, über Blogs, über YouTube-Kanäle, auch über Kommentare in den sozialen Medien. Und die können sich jetzt einschalten und auf Webseitenbetreiber zugehen und sagen, pass auf, wir sind der Meinung, du hast bei diesem Artikel nicht recherchiert, richtig? Und das muss jetzt geändert werden. Entweder du löscht den Artikel oder du schreibst den um. Und wenn nicht, dann drohen harte Strafen. Mhm. Und da sind einige Netzwerke jetzt auch schon vom Netz gegangen. Flinkfeed hat es erwischt. Es gibt andere, die sich nicht in der Lage sehen, das tatsächlich zu erfüllen. Und wir haben das auch in der Bundestagsfraktion erlebt. Da ist man auf Herrn Brandner zugegangen und hat gesagt, hier in einem Kommentarspalten auf Facebook, da passt irgendwas nicht, da müssen Sie aktiv werden. Oder auf Freie Welt von Beatrix von Storch, auch da sind die Landesmedienanstalten auf Sie zugekommen. Und die Landesmedienanstalten sind ja nicht freie Anstalten. Das sind kontrollierte Anstalten, das sind staatliche Anstalten und das ist staatliche Zensur, die hier stattfindet. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, was in diesem neuen Medienstaatsvertrag tatsächlich verabschiedet worden ist und beschlossen worden ist. Das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, das ist klassische staatliche Zensur. Dann haben wir natürlich das Internet, die Kommunikation in den sozialen Netzwerken, in denen natürlich auch der Staat dafür sorgt, mit NetzDG, mit Uploadfiltern, mit dem neuen Hasskriminalitätsgesetz, dass die Grenzen des Sagbaren immer kleiner werden, dass Meinungen plötzlich Hass und Hetze sind. Das wird dann einfach so bestimmt. Und dann werden die sozialen Netzwerke da angehalten, das zu löschen. Und wenn sie es nicht innerhalb kürzester Zeit machen, dann drohen auch da empfindliche Strafen. Da muss man aber sagen, die sozialen Netzwerke sind da willfährige Helfer für die Regierung. Die machen das gerne. Die löschen dann auch nach eigenen AGBs. Und dann ist es für sie einfacher, als nach einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu geben. Und das ist keine staatliche Zensur, aber wenn Aussagen, die strafrechtlich überhaupt nicht relevant sind, sondern völlig in Ordnung sind, gelöscht werden und nicht mehr gesagt werden können, dann haben wir ein Problem. Dann geht das hier gegen die Meinungsfreiheit im Land. Und auch dagegen muss man sich wehren. Und dann haben wir natürlich die Zivilgesellschaft, die dafür sorgt, dass man im normalen Leben, im analogen Leben, die Meinung nicht mehr sagen kann. Weil man Angst haben muss, man wird irgendwo denunziert. Und wir haben hier einen Arzt, der mit dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne in Verbindung gebracht worden ist. Und eine Fraktionsmitarbeiterin der SPD-Bundestagsfraktion hat ihn bei seinem Vermieter denunziert und hat gefordert, dass er seinen Mietvertrag verliert. Und auch das ist dann natürlich mehr als bedenklich, in was für Räumen wir uns hier bewegen und was in Deutschland mittlerweile möglich ist, was ich vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten hätte. Und da müssen wir, wie gesagt, bei uns alle Alarmglocken schrillen und wir hier in der Bundestagsfraktion, wir versuchen wirklich alles, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Das ist ein gefährlicher Weg, den wir einschreiten. Und ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in Rumänien geboren. Ich weiß, was es heißt, wenn man keine Meinungsfreiheit mehr hat, wenn man für die falsche Meinung eingesperrt wird. Mein Vater saß 6 Jahre in politischer Haft und die Kollegen aus dem Osten, die wissen auch, was es heißt, für die Freiheit zu kämpfen. Deswegen sind die auf den Straßen. Deswegen lassen sie sich nicht so leicht verschaukeln von der Politik. Und hier, wir im Westen, müssen ein bisschen aufholen. 7 Tage Deutschland. Das Gespräch zum Podcast der Alternative für Deutschland. Wir reden mit Joanna Kota, digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Bundesvorstand. Frau Kota, die AfD hat das, was Sie jetzt alles aufgezählt haben, in der vergangenen Woche als Anlass genommen, eine ganze Woche der Meinungsfreiheit durchzuführen auf mehr oder weniger allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Können Sie ein Fazit ziehen? Was hat diese Woche gebracht? Was haben Sie auch von den Menschen draußen als Reaktion darauf zurückbekommen? Das bleibt nicht bei dieser Woche. Also diese Kampagne zieht sich jetzt noch ein bisschen länger. Es wird noch ein paar mehr Videos geben, auch mit mir und auch mit anderen Kollegen. Es wird noch einen Flyer dazu geben, der auch in Print bestellt werden kann, in die Kreisverbände, der dann ausgelegt werden kann, falls wir irgendwann mal wieder Wahlkampfstände machen, um die Leute aufzuklären, was tatsächlich passiert in Deutschland. Also die Kampagne läuft noch ein bisschen. Und den Auftakt hat ein bisschen auch meine Rede, die Aktuelle Stunde zum Thema Meinungsfreiheit, hier letzten Freitag im Bundestag gemacht. Das war ja auch die offizielle Woche der Meinungsfreiheit. Man mag es kaum glauben, dass es sowas in Deutschland noch gibt, aber das war sie. Und ich muss sagen, die Reaktionen gerade auf die Rede und auf die Positionen, die die AfD einnimmt, sind richtig, richtig positiv. Und zwar von Menschen, von denen man es nicht erwartet hätte. Ich habe ganz oft gehört, also die AfD ist eigentlich unwählbar, aber hier hat sie recht. Hier vertritt sie als einzige Partei die richtige Position. Ich habe auf Twitter gesehen, dass mich ein FDP-Politiker die Rede geretweetet hat und hat gesagt, ich würde kein einziges Wort in dieser Rede ändern.
Schlagt mich, aber das ist nun mal so, dass ich mit der AfD übereinstimme. Und der hat für diesen einen Retweet über 2000 Likes bekommen, hat über 1000 Follower an einem Tag dazu gewonnen, weil sich mal ein Politiker einer anderen Partei getraut hat zu sagen, die AfD hat recht. Und wenn das mal als Vorbild genommen wird, nicht nur beim Thema Meinungsfreiheit, sondern bei den anderen guten Punkten, die wir als AfD bringen, dann glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weiter. Die Woche der Meinungsfreiheit hat ja auch einen Anglismus transportiert, den viele vorher vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen haben, die sogenannte Cancel Culture. Frau Kota, was verbirgt sich dahinter und was möchte die AfD dagegen tun? Das ist ein unsäglicher Trend aus Amerika, der zu uns rübergeschwappt ist. Dass alles, was nicht politisch korrekt, nicht mehr sein darf in Deutschland. Es hat angefangen damit, dass wir Kinderbücher umschreiben, dass eine Pippi Langstrumpf, ich glaube, es war der Negerkönig, der nicht mehr erwünscht ist, oder auch bei der kleinen Hexe, dass ein Zigeuner rausgeschrieben worden ist, ohne eigentlich zu beachten, in welchen Jahren diese Bücher geschrieben worden sind und die auch für ein Stück weit Geschichte stehen und dass man nur, wenn man Wörter rausstreicht, den Mindset oder das, was die Leute in den Köpfen haben, natürlich nicht rausstecken können. Aber das war ja nur der Anfang. Man diskutiert darüber, dass die Kinder keine Indianerkostüme mehr tragen dürfen zu Fasching, weil das die richtigen Indianer beleidigen könnte. Man überlegt, ob Mr. Potato hätte, man kennt auch Toy Story, tatsächlich eine genderneutrale Kartoffel ist oder nicht. Das ist so absurd, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Walt Disney versieht seine Filme mittlerweile mit Warnhinweisen, falls irgendwas nicht politisch korrekt ist. Und das ist jetzt mal die Unterhaltungsbranche. Wir können aber auch an die deutschen Universitäten gehen, wo Professoren gehindert werden, Vorträge oder Vorlesungen zu halten, wenn sie dem linken Mainstream nicht entsprechen. Dass es im Vorfeld so viele Proteste gibt, dass die Veranstaltung entweder abgesagt wird oder dass es Proteste während der Veranstaltung gibt und der Professor diese Vorlesung gar nicht mehr halten kann. Und auch da hat sich eine Gegenbewegung organisiert. Die kam dann aus England, wo sie auch Leute des öffentlichen Lebens, aber auch Professoren zusammengeschlossen und haben gesagt, wir brauchen diese freien Debattenräume wieder zurück, gerade an der Universität. Wenn nicht da, wo sonst, muss man offen und kontrovers diskutieren können, um dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Das ist in Deutschland leider nicht mehr möglich. Und dann setzt sich das fort im Sturz von Statuen, die nicht mehr passen, oder man sagt, man darf Mozart und Beethoven nicht mehr hören, weil das sind böse alte weiße Männer und die repräsentieren den Kolonialismus. Also alles das, was unsere Kultur ausmacht eigentlich, die soll jetzt gecancelt, die soll abgeschafft werden. Das, was uns Identität ausmacht, das will man nicht mehr haben. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und der treten wir als AfD natürlich ganz offensiv entgegen, wo wir sagen, irgendwann ist gut und irgendwann ist Schluss. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang Plattformen wie Telegram, die ja, mir ist zumindest persönlich nichts bekannt, keinerlei Beiträge löschen und auch hier in diesen Sprachräumen ja Meinungsfreiheit par excellence zulassen? Ich bin sehr dankbar, dass es solche Räume noch gibt und der Tschechow, der Pavel, der diese Telegram ja erfunden hat oder ins Leben gerufen hat, der hat sich ja auch in Russland schon gewehrt. Putin hat ja schon versucht, Einfluss darauf zu nehmen. Der hat gesagt, nichts ist, du bekommst hier keinen Zugriff. Und genauso hat er das auch allen anderen Regierungen gesagt. Und der ist ja mittlerweile, ich glaube, Staatsbürger von irgendeiner karibischen Insel, damit er da nicht gefährdet wird. Hut ab vor solchen Männern und von solchen Frauen, die sagen, ich schaffe solche offenen Debattenräume und mir kann auch keiner was. Und egal, was für Drohungen da ausgesprochen werden, ich spiele da nicht mit. Also das sind so die Helden, die ich sehe in unserer Gesellschaft, die sich noch dagegen auflehnen. Ich weiß, es wird schon gelöscht auf Telegram, aber dann sind das wirklich bedenkliche Sachen, wenn es terroristische Inhalte sind oder so. Da schalten sie dann auch ein. Aber was politische Auseinandersetzungen angeht, das ist in Telegram noch möglich. Und dafür bin ich echt dankbar, dass es solche Räume gibt. In denen tatsächlich Botschaften nicht gelöscht werden, solange sie nicht irgendeinen strafbaren Inhalt haben. Genau. Wir sind auch sehr dankbar, dass das Telegram sehr schnell, nachdem es ja das Pendant Clubhouse gegeben hat, das diese Sprachräume erfunden hat und wir als AfD die auch nutzen können. Wir wollen mit Ihnen reden. Wir sehen, dass Uwe Plass sich zu Wort meldet, aber vorher war Silvia Krause dran. Frau Krause, schönen guten Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, hallo. Ja, ich habe gerade zugehört und ich gebe der Frau Kota vollkommen recht. Ich bin in Polen geboren und ich habe damals 1970 die ganze Sache miterlebt mit den Solidarność, was dann später dann auch öffentlich wurde in den 80er Jahren. Und ich kenne die Unterdrückung dort und
Ich weiß noch, damals wurde ich in Polen als verfluchte Deutsche und dann hier in Deutschland verfluchte Polakin beschimpft. Und ich habe einst meinen Vater gefragt, warum er mit uns hierher gekommen ist. Und er sagte, damit ihr in Freiheit aufwächst. Und seit letztem Jahr habe ich ein Déjà-vu. Und es ist für mich richtig erschreckend, das mit zu erleben und auch erschreckend, dass meine Kinder, Enkelkinder so eine Zukunft zu hinterlassen, ist für mich absolut unfassbar. Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht und war natürlich immer hier so in Nordrhein-Westfalen immer SPD, gerade durch den Bergbau und allem war immer rot. Ja, und jetzt musste man sich neu orientieren. Also das, was da abläuft, was jetzt gemacht wird und dafür das, was man gearbeitet hat. Und ich arbeite immer noch. Und Frau Krause, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf. Sie haben gesagt, früher war alles rot, da war SPD, da hat man sich auch keine großen Gedanken gemacht. Jetzt muss man sich politisch ein bisschen neu orientieren. Das sehen Sie auch für sich so und haben sich politisch anders orientiert? Ja, definitiv. Ich habe hier auch schon von der AfD, die haben hier verteilt Flyer und da habe ich mich gemeldet. Und ich habe mich als Mitglied jetzt eintragen lassen. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis es bearbeitet wird, aber definitiv. Ne? Ja, da freuen wir uns sehr. Ich bin mir sicher, Johanna Kota als Mitglied unseres Bundesvorstandes ist da auch nicht unglücklich drüber. Ja, natürlich. Das freut mich natürlich sehr, dass solche Menschen auch mit so einer Erfahrung dann AfD-Mitglied werden, weil das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg und wir erreichen die Menschen. Und es bestätigt das, was ich gesagt habe. Die Erfahrung gemacht haben und die Gefahren kennen, die sind wachsam und die fangen sich an zu wehren. Und wir müssen halt noch mehr Leute aufrütteln und ihnen vor Augen führen, dass Freiheit schnell verloren ist, aber sehr, sehr schwer wieder zu gewinnen ist. Viele unserer Hörer aus ganz Deutschland wollten sich mit Johanna Kota in unserem Telegram-Sprachraum unterhalten. Sie alle mit ihren Meinungen und Fragen lassen wir gleich zu Wort kommen im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Doch zuvor, wie immer, unsere Nachrichten jetzt aus den deutschen Ländern. Bayern, AfD aktiv gegen Wahlbetrug. Im März beschloss der Bayerische Landtag, dass die in diesem Jahr in Bayern anstehenden Wahlen nur noch als Briefwahlen abgehalten werden. Die Bundestagswahl wird davon voraussichtlich nicht betroffen sein, wohl aber verschiedene kommunale Entscheidungen. Die AfD hat sich gegen diese Änderung ausgesprochen. Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christoph Meyer, meint, leider komme es immer wieder zu Wahlfälschungen. In jüngster Zeit sei insbesondere die AfD davon negativ betroffen. So wurden der AfD nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 2017 tausende unterschlagene Stimmen erst nachträglich zugesprochen. Briefwahlen würden besonders dazu einladen, Stimmzettel zu manipulieren, weil keine Kontrolle durch die Bürger möglich sei. Als Rechtsstaatspartei, die für eine starke Demokratie und maximale Bürgerbeteiligung eintritt, wendet sich die AfD entschieden dagegen, Briefwahlen etwa unter dem Vorwand von Corona zur Regel oder gar zur einzig möglichen Form von Wahlen zu machen. Meyer fordert die Staatsregierung auf, an der bewährten Präsenzwahl als demokratischem Standard festzuhalten, um Betrug und Machtmissbrauch so weit wie möglich auszuschließen. Berlin, Giffey-Rücktritt mehr als überfällig. Als 2019 erste Zweifel an der Doktorarbeit der SPD-Familienministerin Franziska Giffey laut wurden, erklärte diese öffentlich, sie würde ihr Amt zur Verfügung stellen, sollte ihr der Doktortitel aberkannt werden. Diese Aberkennung steht nun nach Presseberichten kurz bevor. Die AfD-Fraktion Berlin fordert Giffey auf, tatsächlich zurückzutreten und auch nicht länger das Amt der regierenden Bürgermeisterin Berlins anzustreben. Martin Trefzer, wissenschaftspolitischer Sprecher der AfD-Abgeordnetenhausfraktion, sagte dazu 7 Tage Deutschland. Franziska Giffey hat 2019 erklärt, dass sie als Bundesministerin zurücktreten werde, sollte ihr der Doktortitel durch die FU aberkannt werden. An diese Zusage ist Frau Giffey gebunden. Selbstverständlich muss sie dann aber auch ihre Kandidatur für das Amt des regierenden Bürgermeisters aufgeben. Denn für die Mitglieder des Senats gelten keine anderen moralischen Maßstäbe als für die Mitglieder der Bundesregierung. Wer sich als charakterlich ungeeignet für das Amt einer Bundesministerin erwiesen hat, kann nicht regierende Bürgermeisterin werden. Berlin ist keine Resterampe für gescheiterte Bundesminister.
Hamburg. Studie unter Radiohörern bestätigt AfD-Position. Deutliche Mehrheit lehnt Gendern ab. Laut einer repräsentativen Studie unter allen Radiohörern im Raum Hamburg zur Verwendung sogenannter geschlechtergerechter Sprache finden 76% der Frauen und 67% der Männer dies als nicht so wichtig. Nur 11% sind für das Gendern in Moderationen und Nachrichten. Bei den Hörern des öffentlich-rechtlichen NDR 2 sind es der Studie zufolge sogar nur 7%. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Dirk Nockemann sieht sich bestätigt. Die Umfrage zeige, dass es genügend Bürger mit gesundem Menschenverstand gibt. Eine kleine Minderheit drücke der Mehrheit brutal ihren Willen auf. Es sei eine Tyrannei der ideologisierten Minderheit. Der absurden Gendersprache müsse endlich der Riegel vorgeschoben werden. Nockemann fragt, wann wird der Bürgerwille in den Parlamenten und Redaktionsstuben endlich erhört? Mecklenburg-Vorpommern. AfD versucht, staatsfinanziertes und regierungskontrolliertes Corona-TV zu verhindern. Die rot-schwarze Landesregierung will privaten Sendern Geld zuschießen. Dafür müssen die dann regierungskonforme Corona-Berichterstattung senden. Nur die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Deren medienpolitischer Sprecher Thomas de Jesus Fernandez meint, das Gebaren der Landesregierung ließe einen erschaudern und führe zwangsläufig zu düsteren Assoziationen. Regierungsgeld für private Fernsehsender zur Corona-Berichterstattung und das nicht zu knapp. Die Themen würden vorgegeben. Die Regierung würde natürlich keine kritische Berichterstattung sponsern, sondern wolle sich in der Öffentlichkeit bestätigt sehen. So fände sich auf der Themenliste auch keine Berichterstattung über wirtschaftliche oder soziale Folgen der Corona-Auflagen und auch kein Wort solle über die Opfer der Corona-Maßnahmen verloren werden. Der Dreistigkeit der Regierung, so de Jesus Fernandez, seien augenscheinlich keine Grenzen gesetzt. Soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Ländern für heute. Mehr Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der AfD bekommen Sie jeden Tag frisch im Internet bei uns auf afdkompakt.de. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Joanna Kota, unser Gast in dieser Woche im Gespräch auf dem Telegram-Kanal im Brennpunkt. Viele unserer Hörer wollten mitreden, viele unserer Hörer hatten Fragen an Joanna Kota. In der offenen Diskussion bei Telegram kamen sie alle zu Wort. Darunter auch krasse Beispiele dafür, wie es denen ergeht, die die Probleme des Landes offen ansprechen. Unser Hörer Marlon. Ich habe ein persönliches Beispiel tatsächlich, wo ich mich in meiner Meinungsfreiheit relativ eingeschränkt fühle. Ich bin beruflich bei einer großen Berufsfeuerwehr im Rettungsdienst tätig gewesen bis vor kurzem. Da war es dann folgendermaßen jetzt auch eben aufgrund dieser Corona-Sache, dass da nicht wirklich gewünscht war, dass man sich dazu äußert, sag ich mal. Das war darauf bezogen, es lagen bei uns natürlich Listen aus mit Leuten, die sich in Quarantäne befunden haben und so weiter. Und da war es halt schon auffällig, dass ein sehr, sehr hoher Prozentteil eben aus sozialen Brennpunkten stammt und auch gewisse Herkünfte hat. Daraufhin habe ich dann einfach mal bei, ich sag mal, höherer Position nachgefragt, warum sowas denn nicht angesprochen wird, weil das ja dann offensichtliche Probleme sind, die ja schwarz auf weiß vorliegen. Ja, ich sag mal, knapp 2 Monaten bin ich dann freundlich gebeten worden, weil ich das Ganze angesprochen habe, zu gehen und habe die Stelle jetzt tatsächlich deswegen wechseln müssen. Ich bin nicht direkt gefeuert worden. Mir wurde nahegelegt, ich möge mir bitte eine andere Stelle in einer anderen Stadt suchen. Also indirekt. Ich bin quasi gegangen worden. Frau Kotar, Ihre Reaktion? Ja, es ist erschreckend. Aber es ist kein Einzelfall leider. Ich höre das von ganz, ganz vielen Kollegen aus der AfD oder auch von Bürgern, mit denen ich spreche. Gerade jetzt in der Corona-Zeit spreche ich mit sehr vielen regierungskritischen Bürgern, die erst in der Corona-Zeit aufgewacht sind. Und das sind Rechtsanwälte dabei, da sind Ärzte dabei und da sind erstaunlicherweise auch Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dabei, die gar nicht so berichten wollen, wie sie berichten müssen, sich aber nicht trauen, das öffentlich zu machen, weil sie natürlich an den Job hängen und wenn sie da was Falsches sagen, dann werden sie zum Haltungsgespräch zitiert und müssen sich verantworten von den Chefs und dann hält natürlich jeder die Klappe und macht das, was opportun ist. Und in der AfD haben wir auch Leute, die ihren Job verloren haben oder Leute, die bei der Polizei arbeiten, denen klar gemacht worden ist, wenn du glaubst, du kannst hier noch, hast Aufstiegschancen oder Karrierechancen, das kannst du vergessen, wenn du in der AfD bist. Und das ist wirklich, nochmal, wir sind in einer Demokratie und nicht in einer Bananenrepublik. Und ich hätte das, wenn man mir das vor ein paar Jahren erzählt hätte, nicht für möglich gehalten, dass das in Deutschland passiert und zwar unter dem Beifall der Massen. Dass dann nicht die Massen auf der Straße sind und sagen so nicht, hier ist eine Grenze überschritten, sondern dass die das gut finden.
Das ist erschreckend. Und da muss man wirklich dagegen arbeiten, weil es heißt immer, wir müssen aus der Geschichte lernen. Und Denunziation und Jobverlust etc., das hatten wir alles in der Geschichte schon mal. Und ich wünschte, die Leute, die immer sagen, wir müssen aus der Geschichte lernen, würden das tatsächlich mal tun. Marlon, Sie sind noch bei uns. Sind Sie ein Einzelfall? Können Sie das beurteilen? Trifft das nur Sie oder trifft das in Ihrer Feuerwehr, trifft das mehrere Menschen? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei uns, ja, ich sag mal, der Großteil der Kollegen ist derselben Meinung wie ich gewesen oder ist derselben Meinung. Deswegen habe ich so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, dass an mir, ja, so blöd das klingt, so eine Art Exempel statuiert werden sollte. Ja. Ne, weil ich einer der wenigen war oder mit einer der einzigen war, die dann, ich sag mal, sich getraut haben, das Ganze anzusprechen. Aber es ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Wir wünschen Ihnen weiterhin Glück. Wir wünschen Ihnen weiterhin, dass Sie Ihre Meinung sagen. Es gibt tatsächlich eine Partei noch in Deutschland, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzt und das auch immer wieder ganz deutlich macht, ob in den Parlamenten oder auf der Straße. Und das ist unsere AfD, Frau Kota. Ja, also ich sage auch immer, eine Stimme für die AfD ist eine Stimme für die Meinungsfreiheit. Ganz einfach. Und wenn Sie sich das jetzt mal angucken, was die FDP im Moment für ein Spielchen spielt, das ist ja ganz auf der einen Seite ärgerlich, aber auf der anderen Seite auch mal amüsant zu beobachten. Die haben am Anfang alles mitgetragen, was diese Bundesregierung gemacht hat in Sachen Corona. Alles abgenickt. Und jetzt haben sie gemerkt, oh, das kommt nicht mehr ganz gut an bei den Bürgern. Und jetzt kopieren sie einfach unsere Stellungnahmen und all das, was die AfD von Anfang an gesagt hat und sind damit plötzlich die großen Freiheitsbewahrer in Deutschland, obwohl sie nichts anderes machen, als unsere Aussagen zu kopieren. Das ist wirklich ärgerlich. Es zeigt aber, es gibt hier ein Original und das ist die AfD, die tatsächlich die Themen setzt, auf die sich die anderen Parteien dann draufsetzen. Und es liegt an uns, das klarzumachen, dass wir hier die Ersten waren und die Einzigen, die gesagt haben, wir wehren uns dagegen. Wenn die FDP von Anfang an mitgemacht hätte und nicht nur die FDP, sondern vielleicht auch noch eine andere Oppositionspartei, wären wir gar nicht in diesem Schlamassel gelandet, weil die Koalition ihre Gesetze nicht durchgebracht hätte. Und wir haben letzte Woche, ich glaube, es war letzte Woche, versucht, die anderen Oppositionsparteien dazu zu bringen, mit uns eine Normkontrollklage bei Bundesverfassungsgericht zum Thema Infektionsschutzgesetz anzuleiern. Die FDP klagt ja, beziehungsweise die Einzelabgeordneten der FDP klagen gegen einen Teil des Infektionsschutzgesetzes und haben gesagt, gut, wenn ihr das so ist, dann lassen wir das gesamte Gesetz doch mal überprüfen. Dafür brauchen wir 25% hier im Deutschen Bundestag. Und ja, alle Parteien haben abgelehnt. Also wie ernst es die FDP dann tatsächlich meint, kann sich jeder ausdenken. 7 Tage Deutschland, das Gespräch am Mittwochabend mit der digitalpolitischen Sprecherin und der Frau, die sich tatsächlich für Freiheit schon ihr ganzes Leben, darf ich das so sagen, Frau Kota, einsetzt, sowohl in ihrer Heimat als auch jetzt in Deutschland? Naja, also ich bin relativ früh aus meiner Heimat weg, aber das prägt einen natürlich, wenn einem die Eltern das erzählen, was da alles passiert ist. Und wenn man das noch vor Augen hat, dass der Vater einsaß und dass die Securitate einen die ganze Zeit überwacht hat, dass die ganze Wohnung verwanzt war, selbst das Ehebett meiner Eltern hatte eine Wanze zum Mithören. Das prägt einen natürlich. Und deswegen ist man da wahrscheinlich empfindlicher, wenn man merkt, was der Staat alles für Kontrollen haben möchte. Und das ist ja nicht nur die Zensur oder die Einschränkung, wenn man sieht, was für Überwachungstechniken der Staat gerne einsetzen möchte. Und da sind wir beim Thema Digitalpolitik, dass wir über das Thema Staatstrojaner reden, den sie gerne einsetzen möchten, dass sie auch die Chats überwachen möchten, also auch Telegram und Co., dass sie da Zugriff haben möchten. Der Staat möchte überall Zugriff haben, damit er alles kontrollieren kann. Und ich habe mich hier in der Bundestagsfraktion immer ganz vehement dafür eingesetzt, dieser Regierung und diesem Staat nicht noch mehr Kontrolle über die Bürger zu geben. Es muss Räume geben, in denen die Menschen noch reden können, in denen der Staat keinen Zugriff hat. Weil wenn man weiß, der Staat hört zu, dann redet man eben nicht mehr so offen. Dann ist das schon mal per se eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man Bedenken haben muss, ob dann der Verfassungsschutz um die Ecke kommt. Die haben ja jetzt eine extra neue Kategorie für den Verfassungsschutz eingeführt, für die Querdenker, die so wachsweich ist, dass man es im Prinzip auf alle anwenden kann, die Regierungskritik üben. Und wie gesagt, ich habe hier im Bundestag immer ganz vehement dagegen gesprochen, weil ich weiß, das wendet man auch als allererstes auch auf die AfD an. Wir haben bei uns in der Liste derjenigen, die gerne mitreden wollen, ein, so ist er ausgewiesen, aktives Mitglied der AfD. Ich kenne das Bild, ich weiß, der junge Mann kommt aus Hessen. Wir hatten auch schon mal bei uns im Podcast ein wenig Kontakt. Das alles, was mir fehlt, ist Ihr Name, aber den verraten Sie uns jetzt gleich selber, weil Sie sind jetzt nämlich freigeschaltet zum Sprechen. Bitteschön. Aus Hessen, jetzt bin ich aber gespannt.
Mein Name ist Jörg Schock. Erstmal danke, Johanna, für die vielen Wahrheiten, die du hier erstmal öffentlich kundtust. Was mir bei anderen Parteien immer wieder auffällt, weil es gerade das Verhalten von den anderen Parteien auch mal gesagt wurde, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es den anderen Parteien gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern im Grunde nur noch darum, von wem kommt irgendetwas, von wem kommt eine Initiative. Und im Großen und Ganzen, egal ob sie eigentlich selbst diese Position verfolgen oder nicht, es wird einfach abgelehnt, wenn die Initiative von uns kommt. Und ich denke, da müssen wir mal dran arbeiten, oder besser gesagt, da müssen die anderen Parteien mal dran arbeiten, dass es doch mehr um Inhalte gehen sollte. Das ist, Frau Kota, ja schon immer ein Problem, dass die AfD tatsächlich inhaltsorientiert arbeitet in jeglichem Parlament, in dem wir vertreten sind, und die anderen Parteien tun genau das Gegenteil. Das erleben Sie natürlich auch so im Deutschen Bundestag. Ja, das erleben wir jeden Tag in den Sitzungswochen hier. Was ich aber allerdings auch merke, und das ist sowohl auf Kreisebene als auch auf Landesebene als auch auf Bundesebene so, ist, dass es hinter den Kulissen ein bisschen anders ausschaut. Vorne rum haben sie natürlich die klare Ansage von oben, von den Parteichefs, es wird nicht geklatscht, es wird nicht zugestimmt, es gibt noch nicht mal eine Enthaltung für unsere Anträge, sondern knallhart dagegen. Wir machen das übrigens anders. Falls es tatsächlich mal der seltene Fall vorkommt, dass mal ein guter Antrag von den Linken oder von den Grünen vorgelegt wird, dann stimmen wir hier im Bundestag zu. Weil mir völlig egal ist, ob das von den Grünen kommt oder von der SPD oder von der AfD, solange es Deutschland nutzt, sagen wir ja. Das unterscheidet uns eben von den anderen. Aber hinter den Kulissen erlebe ich das gerade auch im Bereich Digitales, weil wir Oppositionspolitiker eigentlich auf einer Linie liegen, gerade wenn es um die Überwachung geht, was die Bundesregierung hier alles ausweiten möchte, dass man merkt, die AfD, die hat da gute Punkte. Und ich hatte in der Corona-Krise mehrere Anträge zum Thema Corona digital bekämpfen, weil wir alle haben es mitbekommen, die Gesundheitsämter haben sich fröhlich durch die Gegend gefaxt. Und das Fax ist übrigens auch das Hauptkommunikationsmittel im Deutschen Bundestag. So viel zum Thema Digitalisierung wichtig nehmen. Und das geht natürlich nicht. Und dann haben wir gute Anträge vorgelegt zum elektronischen Meldesystem für Zitierungskrankheiten etc. Und dann kam die in den Digitalausschuss und dann war erstmal Stille. Jeder hat 2 Minuten Redezeit, jede Fraktion. Und dann hieß es plötzlich, ja, Frau Kota, das sind gute Anträge. Und dann hat man 3 Minuten lang darüber gesprochen, wie schrecklich die AfD ist und dass man deswegen nicht zustimmen kann. Und nach der Ausschusssitzung ist der Kollege von der FDP mir hinterhergelaufen und hat sich dafür entschuldigt, dass er meinen Anträgen nicht zustimmen konnte. Und ich habe das auch auf der Ausschussfahrt mitbekommen, dass damals war auch die Saskia Esken noch dabei, die war ja bei uns im Digitalausschuss, und da hat man sich ganz offen unterhalten. Und dann heißt es dann, ja, Frau Kota, richtige Anträge, falsche Partei. Und je mehr die Leute aber merken, dass mit uns Mehrheiten zu machen sind und wir gute Ideen haben, die sie nachher übrigens auch klauen, das Thema das Infektionsschutzmeldesystem, DEMIS, ist nachher im Gesetz der Bundesregierung aufgetaucht, nachdem sie unseren Antrag abgelehnt haben, desto besser funktioniert die Zusammenarbeit hinter den Kulissen, auch wenn sie sich noch nicht öffentlich trauen. Und da hoffe ich dann drauf, dass die Basis, die MdBs, dann irgendwann an ihrer Spitze sagen, wisst ihr was, das hat hier keinen Sinn mehr, diese fundamentale Opposition gegen die AfD. Und wenn mir ein CDU-Abgeordneter sagt, na klar, Frau Kota, ich weiß doch, dass wir mit der AfD die bürgerlichen Mehrheiten haben im Bundestag, dann habe ich ihm gesagt, ja, dann arbeiten Sie mal daran, dass das tatsächlich stattfindet, dass wir hier richtige Politik machen können und uns hier mal gegen den linksgrünen Trend wehren können. Schauen wir mal, wie das in der nächsten Legislatur wird. Schauen wir mal, wer die Regierung stellt. Schauen wir mal, was passiert, wenn ein Herr als Georg Maaßen hier im Bundestag sitzt und andere CDUler, wie das, die auch mal Kontra geben. Ich glaube, das wird eine spannende Legislaturperiode. Sie sagen, schauen wir mal, haben Sie denn tatsächlich Hoffnung, dass diese Mauer irgendwann fällt, die Sie beschreiben als guter Antrag, aber falsche Partei? Habe ich. Sonst könnten wir ja gleich einpacken, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Natürlich, und wir arbeiten daran, dass diese Mauer irgendwann fällt. Die Grünen und die Linken hatten es auch nicht einfach, als sie angefangen haben. Die Linken haben auch ewig keinen Bundestagsvizepräsidenten bekommen. Das muss man vor Augen haben. Das ist jetzt keine Eigenheit, das nur die AfD trifft. Wir sind die Neuen, wir sind die Gefahr. Wir kosten Mandate, wir kosten Geld, wir kosten Macht. Da muss man uns erstmal bekämpfen. Wenn die CDU vielleicht in der nächsten Legislatur in der Opposition landet, bin ich gespannt, ob sie diesen Abgrenzungskurs gegen die AfD noch fährt. Und im Osten finde ich das ganz spannend, weil wir in Sachsen-Anhalt ja
tatsächlich stärkste Partei werden können, wie die Kollegen im Osten damit umgehen. Und allerdings, die Union und die anderen Parteien, ob sie sich dann alle zusammenschließen als große Einheitskoalition gegen die AfD, das wird spannend zu beobachten. Und ich glaube nicht, dass das lange aufrechterhalten werden kann, weil ich weiß aus dem Osten, dass da schon Gespräche mit der CDU stattfinden. Ich weiß, dass da auch gemeinsame Urlaube stattfinden im Osten zwischen Landtagsabgeordneten von CDU und AfD. Also diese Abgrenzung, die da als Theater gespielt wird, die ist hinter den Kulissen gar nicht mehr so groß. Wie sieht's denn bei Ihnen aus im Landtag von NRW? Christian Lohse, Landtagsabgeordneter, hört zu und möchte gerne mitreden. Guten Abend, Herr Lohse. Hallo, ich hoffe, ich bin jetzt gut zu hören. Sie sind hervorragend zu verstehen. Sehr gut. Ich habe heute so einen ähnlichen Fall erlebt mit Zensur, kann man es fast nicht nennen, sondern so Einschüchterungsversuche. Es ging um das Klimaschutzgesetz und für die Leute, die es nicht wissen, wir haben eine schwarz-gelbe Regierung in NRW. Und da meinte der Dr. Untrieser von der CDU, dass alle Leute, also damit war ich gemeint, die sich gegen den Klimaschutz aus seiner Sicht stellen, sich vom demokratischen Kurs abwenden würden und praktisch verfassungsfeindlich seien, weil das Bundesverfassungsgericht das höchste Organ ist. Und wer sich dagegen stellt, sei praktisch verfassungsfeindlich. Und wenn man sich mal vorstellt, dass ganz viele Jugendliche, mit denen ich auch spreche, sowas dann auch vielleicht von den Fridays for Future-Leuten hören, sind die natürlich gleich eingeschüchtert. Ich konnte ihm jetzt zum Glück entgegnen, dass der Klimaschutz sowie also CO2-Reduktion für die Leute, also es wird ja gesagt, CO2-Reduktion wäre Klimaschutz, dass das ja gar nicht funktioniert, wenn man eine Photovoltaikanlage in Deutschland installiert, wenn die in China mit Kohlestrom produziert wird. Das heißt, jeder, der in Deutschland Photovoltaik fördert, subventioniert, stellt sich damit ja praktisch gegen den Klimaschutz aus Sicht von den anderen Parteien und wäre dementsprechend selber verfassungsfeind. Und da musste dann der CDUler dann auch klein beigeben. Aber man merkt, man wird überall versucht man uns einzuschüchtern, und zwar nicht nur AfDler, sondern natürlich auch die Kinder in den Schulen. Man geht in den Schulen hin und macht dort dann Schule ohne Rassismus, heißt das Programm bei uns in NRW. Und dann werden Programmteile von der AfD aus dem Kontext gerissen, also auch zum Klimaschutz. Und das heißt, wer gegen den Klimaschutz ist, ist Rassist, weil er ja damit den Menschen in der Welt die Lebensgrundlage lässt. Und so versucht man auf allen Ebenen von der Politik im Parlament bis hin zur Schule Politik zu machen. Und das ist seit Jahren so. Also ich kann das, was die Frau Cotard sagt zu Zensur, komplett unterstützen. Das ist der richtige Ansatz, da jetzt mal ranzugehen und die Leute zum Aufwachen zu bewegen. Also auch großer Zuspruch für Sie und die Wochen der Meinungsfreiheit aus dem Landtag in NRW, Frau Cotard. Das freut mich. Guten Abend, Herr Lohse. Es freut mich natürlich weniger, was er erzählt hat, weil das erleben wir tatsächlich auch auf allen Ebenen. Ich habe das jetzt vor kurzem erlebt und dermaßen erlebt das auch, dass ich jetzt gelernt habe, dass man das Wort Globalist nicht mehr sagen darf, weil das ein Codewort für Juden ist und damit wäre man antisemitisch. Ich habe das nicht gewusst. Mich haben jetzt auch einige Journalisten darauf angesprochen, weil die Frau Weißband das geretweetet hat und dann Hamas ja der gleiche Vorwurf gemacht wird. Und ich habe die Journalisten dann immer gefragt, gut, dann geben Sie mal ein anderes Wort. Wie nennen wir denn die Leute wie eine Lagarde, wie einen Klaus Schwab, wie einen Draghi, die versuchen tatsächlich, die ja Visionen haben, wie diese Welt ausschauen soll, die diese Visionen auch durch die Positionen, die sie haben, umsetzen können. Und das sind wenige, die bestimmen wollen, wo es lang geht. Wie nennen wir denn diese Personen, wenn nicht diejenigen, die eine Globalisierung, eine globalisierte Welt haben wollen? Mir geht es ja nicht um Kapitalismuskritik oder sonst was, aber ich möchte einen Namen haben. Es konnte mir keiner darauf eine Antwort geben. Aber es ist völlig in Ordnung, dann einfach mal jemanden zu diffamieren und zu sagen, ja, die Quota ist antisemitisch. Das habe ich jetzt in Beiträgen gehört, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich Globalist gesagt habe, dass die Baerbock die Traumwahl für die Globalisten wäre, was ja auch der Tatsache entspricht. Die Grünen haben sich ja komplett gewandelt von der Partei, die sie mal waren. Das waren mal Globalisierungsgegner und jetzt werden sie hofiert von den Leuten, die das Gegenteil möchten. Aber ist es doch irgendwann dann überhaupt nicht mehr möglich, eine offene, eine freie Diskussion zu führen, wenn man jedes Wort, das man benutzen möchte, tatsächlich erstmal im Hinterkopf abklopfen muss, ob es tatsächlich so gesagt werden dürfte oder nicht? Das ist ja die Potenzierung mehr oder weniger der Cancel Culture. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch gewollt, dass man genau diese offenen Debatten nicht mehr führen kann.
dass man so viel Angst hat, in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten, dass man sagt, ich halte lieber die Klappe. Und wir alle wissen, ein Antisemitismusvorwurf, der wiegt schwer in Deutschland. Und wenn man schiebt uns schon in die rechtsradikale Ecke und wir sind die Schmuddelkinder hier und jetzt sind wir auch noch antisemitisch und jetzt haben wir die Quota, der wir bis jetzt nichts anhören konnten, jetzt hängen wir immer dieses Mäntelchen über, dann müssen wir mit diesen Leuten nicht mehr diskutieren. Das sind die Totschlagargumente, wieso man mit uns nicht mehr ins Gespräch kommen kann. Und ich stecke da aber auch nicht zurück. Wir müssen uns dagegen wehren. Wir müssen uns die Deutungshoheit über diese Begriffe zurückholen. Und ich stecke auch nicht von dem Begriff rechts zurück, weil ich denke, rechts ist genauso legitim wie links. Das erkläre ich den jungen Leuten auch immer wieder. Also diese Deutungshoheit, die der linksgrüne Mainstream hat durch diesen Marsch, durch die Institutionen, den müssen wir uns zurückholen. Und es ist nicht nur in Deutschland so, dass sich Widerstand regt. Also ich sehe das gerade in England und ich hatte die Idee zum Meinungsfreiheitsantrag, dass wir sagen, wir nehmen die Idee in England auf, dass es Free Speech Champions an Universitäten geben soll, die darauf achten, dass es keine Cancel Culture an den Unis gibt und die da einschreiten können. Oder ein Gedanke, den ich hatte, wie wäre es denn mal mit einem Meinungsfreiheitsbeauftragten für Deutschland, der tatsächlich mal dokumentiert und guckt, wo kommt es zu Verstößen gegen die Meinungsfreiheit und dann mal einen Bericht vorlegt, was weiß ich, zweimal im Jahr, damit die Leute mal ein bisschen aufgerüttelt werden, dass das Thema den Stellenwert bekommt, den es haben muss. Also es gibt viele Ideen, die man umsetzen könnte, die man fordern könnte, dass wir das Thema hier präsent machen, damit wir wieder normal diskutieren können. Und da wir ganz offen sind und noch tatsächlich uns eine Minute der Zeit, die wir uns für den heutigen Abend gegeben haben, noch haben, geben wir noch mal ganz kurz das Wort an einen unserer Hörer weiter. Mario Gebhardt wartet schon eine ganze Weile in der Schlange und kann jetzt reden. Guten Abend, Herr Gebhardt. Ich bin auch noch ein junger Wähler, muss ich sagen. Seit 2017 darf ich wählen und ich habe seitdem schon immer die AfD gewählt. Aber am Anfang, da konnte man da doch richtig offen drüber reden, habe ich mir da noch getraut. Und da habe ich mir dann einiges anhören müssen aus dem Freundeskreis, warum die AfD. Und Frau Kodar, da wollte ich Sie mal fragen, hatten Sie eigentlich auch so die gesellschaftlichen Probleme, als Sie zur AfD gegangen sind? Ja, hatte ich. Ich habe eine ganze Menge Freunde und Bekannte verloren, teilweise Freunde, die ich über 10 Jahre hatte, die sich abgewendet haben, die gesagt haben, marschierst du hier plötzlich dann mal mit Springerstiefeln um die Glatze auf. Die mich so kennen, die wissen, dass ich keine Rassistin bin oder sonst irgendetwas. Ich war 2 Jahre mal mit einem Afroamerikaner zusammen. Also ich habe überhaupt gar keine Probleme mit Religion, mit Hautfarbe, mit sonst irgendetwas. Das wissen die Leute auch und trotzdem hatte ich die Reaktion. Das muss man wegstecken. Es finden sich auch neue Freunde, die das verstehen. Und ich habe mir auch angewöhnt, gerade auch wenn man so in Diskussionen geht, ich habe das AfD-Wahlprogramm immer dabei. Und wir haben so viele gute Punkte im Wahlprogramm, was man uns gar nicht glaubt, was bei uns drin steht. Und auch in Podiumsdiskussionen, wo es dann immer heißt, hier, nee, die AfD lügt, dann hole ich das Wahlprogramm und nichts nach. Und das ist immer so ein Aha-Moment, wo sie uns dann doch zustimmen müssen. Aber es ist leider so, dass man tatsächlich Freunde verliert. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, bei seiner Meinung zu bleiben und die offen zu vertreten. Denn je mehr Leute das machen, desto normaler wird es in Deutschland wieder, wie offen die Meinung zu sagen. Und nur so kommen wir letztendlich zum Ziel, dass wir sagen, wir haben hier wieder die Debattenräume, die wir haben möchten. Den Mut muss man haben, den Mut muss man aufbringen. Aber ich glaube, es ist es wert. Denn überall da, wo die Menschen den Mut hatten, auf die Straße zu gehen und den Mund aufzumachen, sei es in der DDR oder überall, hatten die Erfolg. Und deswegen müssen wir da dranbleiben. Und das ist eines der schönsten Schlussworte, die man sich für so eine Diskussion vorstellen kann. Herzlichen Dank an unseren Gast heute Abend bei 7 Tage Deutschland, dem Gespräch zum Wochenendpodcast der AfD. Herzlichen Dank an die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied bei uns im Bundesvorstand der AfD. Dankeschön an Joanna Kota, die heute Abend Rede und Antwort stand, die viel Privates erzählt hat, die viel aus ihrem Leben erzählt hat und über ihre politische Motivation. Frau Kota, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Ja, vielen Dank, Herr Frey, für die Einladung und vielen Dank an die Zuhörer und für die interessanten Fragen. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD, wieder in genau 7 Tagen. Unser Gespräch am Mittwochabend gegen 18 Uhr. Am Mikrofon auch dann wieder Detlef Friehe. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.